Der Besuch in Yolanda hat meine Erwartungen weitgehend bestätigt. Ich werde dazu noch ein paar Gedanken niederschreiben, aber noch habe ich nichts über unsere epochale Entdeckung erzählt. Ein Albtraum weckte mich. Die vormittägliche Hitze hatte mir fiebrige Bilder eingegeben. Ich beeilte mich, meinen Rastplatz zu verlassen und wandte mich von der Sonne getrocknet gen Süden. Nach dem äußerst warmen Morgen bewölkte sich der Himmel. Es sollte der erste Frühherbsttag des Jahres werden. Inzwischen strömten die Massen zum großen Stadion. Drei Brücken trat gegen Rauchhall an, ein echter Klassiker in der Gegend also. Mich kümmerte es nicht. Wenn die erste Phase der akjaranischen Spiele wie vorgesehen abgehalten wurde, dauerte es noch ein paar Tage, bis die echten Konfliktspiele ausgetragen wurden. Ich lief über die Dächer. Krähen stiegen zum Himmel empor. Ein starker Wind kam auf und ich schmiedete Pläne. Schon die alten Philosophen spazierten durch ihre Gärten, wenn sie miteinander debattierten oder einfach mit sich und ihren Gedanken allein sein wollten. Ich verstehe gut, warum sie das gemacht haben. Auch mein Hirn arbeitet schneller, wenn die Beine beschäftigt sind. Ich hatte von Wölfen geträumt. Noch während ich lief, sah ich ihre Augen vor mir. Aus der Dunkelheit des geisterhaften Waldes hatten sie mich hungrig angestarrt. Dann waren die grauen Bestien aus dem Unterholz gebrochen, mit gebleckten Zähnen und direkt auf mich zu. Schreiend hatte ich mich zu Boden geworfen. Schon spürte ich den dampfenden Atem und die messerscharfen Zähne im Nacken, doch dann schnellten die dunklen Schemen über mich hinweg. Sie beachteten mich gar nicht. Ihre Jagd ging weiter, ich blickte ihnen mit rasendem Herzen nach. Mit weiten Sätzen entfernte sich das Rudel, und nun sah ich, dass es noch sehr viel mehr Wölfe waren. Hunderte, Tausende, Zehntausende. Sie alle bewegten sich mit unnatürlicher Schnelligkeit vorwärts, einer goldenen Stadt entgegen, deren leuchtende Türme in den purpurnen Wolken verschwanden. Dieser Traum hielt mich den ganzen Nachmittag über in seinen Klauen. Auch als ich mit Trotters in Richtung Drei Brücken aufbrach, musste ich ständig an die zahllose Meute denken, die der Stadt entgegenschoss. In unserem düsteren, von Baugeräuschen erfüllten Lager unter den Straßen und Kanälen von Schwarzsegel hatte ich meiner Bande von meiner nächtlichen Recherche erzählt, und wir waren darin übereingekommen, dass es eine gute Idee sei, Ujons Haus zu überwachen. Trotters und ich hatten uns bald darauf auf den Weg gemacht, um einen geeigneten Beobachtungsposten auszusuchen. Ich wollte ihm eine Weile Gesellschaft leisten und später am Abend dem Mondplatzviertel einen kurzen Besuch abstatten. Mir ging die Frage durch den Kopf, ob Juenis Eltern sie wohl inzwischen von der Insel Liria wieder zurück nach Hause geholt hatten. Es hieß, die Söldner hätten dort großen Schaden angerichtet, und ich machte mir Sorgen. Ihre Eltern hatten sie in Sicherheit bringen wollen. Die Vorstellung, sie hätten damit ihr Schicksal besiegelt und sie in den Tod geschickt, war grauenvoll. Doch für einen Besuch beim Haus des Hauptmanns sollte ich an diesem Tag keine Zeit mehr finden, denn kaum hatten Trotters und ich gegenüber der Ujon-Villa hinter der Brüstung des Nachbarhauses kauernd Position bezogen, als eine elegante Kutsche aus dunklem Holz vor dem Anwesen vorfuhr. Die Pforte der Villa öffnete sich und Amir Ujon trat in Begleitung seiner chorischen Gäste ins Freie. Sie hatten sich herausgeputzt wie kübische Zuhälter. Amir Ujon schillerte wie ein Pfau, und die Braut des Attentäters zeigte nur unwesentlich weniger nackte Haut als letzte Nacht. Alle drei trugen goldene Masken bei sich, die sie allerdings noch nicht aufgesetzt hatten. Trotters sah mich an. »Das ist er, oder?« Ich nickte. Wir beobachteten, wie die drei in die Kutsche stiegen. Amir hatte offenbar gerade einen Witz erzählt, denn die beiden Chorier lachten hell. Besonders das Lachen des Attentäters klang sympathisch. Er sah wirklich nicht wie jemand aus, der hauptberuflich Leute umbrachte. »Ich häng mich dran«, sagte Trotters. »Kommst du mit?« »Da fragst du noch«, erwiderte ich. »Klar komme ich mit.« »Ich frage nur, weil es meine Schicht ist«, meinte Trotters. Er erhob sich, gähnte und ließ die Schultergelenke knacken. »Dann mal los!« Anfangs war es gar nicht leicht, der Kutsche zu folgen. Ein paar Straßenzüge lang hatte sie freie Fahrt und wir kamen allmählich aus der Puste, aber ab der Kornbrücke konnten wir uns entspannen. Der Verkehr war zäh und die Verfolgungsjagd wurde zum Spaziergang. Drei Brücken feierte ausgelassen seinen ersten Triumph bei den diesjährigen Tohal-Spielen. Die Titelverteidiger hatten Rauchhall geschlagen. Im besiegten Nachbarviertel war es dementsprechend stiller, aber wir hatten unser Ziel fast erreicht. Als wir südlich des Lirlensees die Brücke zum Maskenviertel überquerten,
sah ich zum Turm der Madame Rubina hinüber und fragte mich, ob Zafiara heute wohl dort war. Kaltes, magisches Licht strahlte von den steinernen Handflächen aus in den Abendhimmel. Wie eine gigantische grüne Fackel erhob sich der Turm über den schmaler werdenden dunkelroten Streifen des Horizonts aus Dächern und Takelagen. Die Kutsche tauchte ins Gewühl des Maskenviertels ein und steckte augenblicklich darin fest. An einer Straßenecke sah ich eine Gruppe Gaukler, aber ihr Aufzug, ihre Gesten, ihre Grimassen, einfach ihr ganzes Gebaren machte deutlich, dass sie nicht zur Gauklergilde gehörten. Sie füllten dankbar die Lücke aus, die die Absolventen der Schule im Südviertel hinterlassen hatten, als sie in den Untergrund gingen oder besser gesagt flohen. Die Straßenhändler waren so zahlreich wie selten. Das Gedränge war unerträglich. Vermutlich war Ujon im Inneren der Kutsche gerade damit beschäftigt, seinen ausländischen Gästen zu erklären, dass man aus genau diesem Grund in Akiara immer eine halbe Stunde mehr einplanen musste. Trotos nutzte die Gelegenheit und kaufte in einem der unzähligen Maskengeschäfte die beiden teuersten Masken und Seidenumhänge, die er bekommen konnte. Ich passte derweil der Form halber auf die Kutsche auf. Aber die blieb, wo sie war, und daran änderte sich auch lange nichts. Im Schneckentempo ging es vorwärts und ganze 10 Minuten vergingen, bis die Kutsche das Ende der Straße erreicht hatte. An der Kreuzung kauften wir süße Teigtaschen und Zitrone mit Eis an einem der Straßenstände. Viel entspannter konnte die Jagd eigentlich nicht werden. Die Sonne war bereits untergegangen, als die Kutsche vor einem schicken Privathaus anhielt. Diener eilten herbei und öffneten die Tür. Trotos und ich setzten unsere Masken auf. Als erster stieg Amir Ujon aus und bot der Kurierin seine Hand. Beide trugen inzwischen ihre goldenen Masken. Auch das Gesicht des Attentäters war hinter der glitzernden Larve verborgen, als er auf die Straße trat. Er blickte in unsere Richtung. Für den Bruchteil einer Sekunde sah es so aus, als fixiere er uns. Doch dann wurde die Sicht von Passanten versperrt. Als der Weg wieder frei war, hatte er sich wieder abgewandt und bot seiner Frau den Arm. »Die reichen sich die Kleine ja hin und her wie zwei Straßenjungs eine Kippe«, meinte Trotters. »Kann ich voll und ganz bestätigen«, sagte ich grinsend und rieb die fettigen Krümel, die die Teigtasche hinterlassen hatte, von meinen Händen. »Aber jetzt frisch ans Werk. Wo sollen wir rauf?« Trotters überlegte nicht lange. »Innenhof vom Roten Kraken, gleich um die Ecke.« Mit diesen Worten marschierte er los. »Hast du da nicht Hausverbot?«, fragte ich und schloss zu ihm auf. »Nicht seit der Besitzer gewechselt hat«, erwiderte Trotters. »Hat mich hier aber sowieso nie gestört. Die Schläger hatten zwar Übung darin, Störenfriede trotz der Maske wiederzuerkennen, aber wenn man sich ein bisschen verstellen kann...« Ich winkte ab. »Stimmt ja. Ich habe den Kraken gerade mit dem Gecko verwechselt.« Trotters lachte. »Ja, da lassen Sie mich in der Tat nicht mehr rein. Am Krabhafen kommt man mit Maske ja leider nicht so weit wie hier.« »Aber die Sache mit der Scheinhinrichtung, das war hier im Kraken, oder?« fragte ich. »Ja, das war hier. Haben mir böse Albträume beschert, die Jungs.« »Zu meiner Verteidigung sei gesagt«, erhob den Zeigefinger, »beim Bescheißen haben sie mich nur im Gecko erwischt. Im Kraken habe ich einfach die falsche Frau als Gewinn verbucht.« Wir bogen um die nächste Ecke und die besagte Spielhölle lag vor uns. Über dem Tor, das einem Palast alle Ehre gemacht hätte, prangte ein Kraken aus rotem Alchemistenlicht. Die schweren Samtvorhänge hinter den hohen Fenstern schützten die Spieler vor neugierigen Blicken und Tageslicht gleichermaßen, denn gezockt wurde hier rund um die Uhr. 2 halbnackte Schönheiten empfingen die Gäste am Eingang mit strahlendem Lächeln und höflichem Knicks, doch auch die obligatorischen Schläger waren nicht weit. Dem ungeübten Auge entging ihre Anwesenheit mit ziemlich großer Sicherheit, denn man kann auch einen ausgewachsenen Gorilla hinter einer Frau verstecken, wenn sie nur hübsch genug ist, naja, oder abnormal groß. Wir betraten den roten Kraken und spazierten an den Reihen der Spieltische entlang. »Zu schade, dass wir nicht mehr Zeit haben«, meinte Trotters. Auf einigen Umwegen schlenderten wir zum Hinterausgang und unterhielten uns dabei über die Einführung des Spiels Fünfeck in den feudalen Zockerschlössern der Stadt. Bis vor kurzem hatte man nur in zwielichtigen Etablissements Fünfeck gespielt und auch nur dort die wahren Meister dieses Spiels angetroffen. Trotters ist einer von ihnen. Dass plötzlich auch das Bürgertum Geschmack an Fünfeck gefunden hatte, verärgerte ihn. Das Spielbrett gehöre nicht auf einen Ebenholztisch. »Diese Gelegenheitswürfler wissen doch gar nicht, was sie da spielen«, meinte er verächtlich. »Das Spiel ist hier völlig entwurzelt.« »Apropos entwurzelt«, sagte ich,
Die Sitte, ausgeschlagene Zähne als Spielsteine zu verwenden, gibt's hier auch nicht. Trotos winkte ab. Er hielt mir einen kleinen Vortrag über die Geschichte des Spiels und nach ein paar weiteren Schlenkern und Umwegen erreichten wir den hinteren Teil der Spielhölle. Ein letzter wachsamer Blick, dann verließen wir den Saal durch eine unscheinbare Tür unterhalb der Arkade, die den großen Spielsaal an drei Seiten umrahmte. Der mit roten Teppichen ausgelegte Flur führte direkt zum Hinterausgang. Dort angekommen, horchten wir an der Tür. Kein Laut war zu hören. Ich nickte und Trottos öffnete die Tür. Vor uns lag ein langer, schmaler Hinterhof. Die Wände an dieser Seite des Hauses waren verrußt und schäbig. Müll und ein alter, von Katzen bewohnter Vorhang deuteten darauf hin, dass die Abfallbeseitigung hier weniger gut funktionierte, als man das im Maskenviertel hätte erwarten sollen. »Was habe ich gesagt?« meinte Trottos. »Hierher kommt kein Schwein.« Er deutete nach oben. »Und zwischen dem Erker und der Dachrinne dort können wir mit gefesselten Händen hochklettern.« »Nach dir«, sagte ich, nahm die Maske ab und setzte sie mir dann verkehrt herum wieder auf, so dass das Gesicht der Maske meinen Hinterkopf bedeckte. Ihre Augenlöcher schränkten die Sicht zu sehr ein, als dass man sie beim Klettern gefahrlos hätte tragen können. Trottos tat es mir gleich und begann unverzüglich mit dem Aufstieg. Es war wirklich ein Kinderspiel. Einige Meter hinter ihm folgte ich seiner Route. Gerade benutzte ich den Rahmen der Haustür als Trittbrett, als sich von innen schwere Schritte näherten. Ich erstarrte. Plötzlich zerriss der Schrei eines Kindes die Stille. Dann wurde die Tür mit solcher Kraft aufgestoßen, dass sie gegen die Mauer schlug. Zwei Männer traten auf den Hof. Beide waren breitschultrig, trugen Uniformen der Hammerfaustgesellschaft und waren bewaffnet. Mit sich schleiften sie einen schmächtigen Jungen. Einer der Männer drückte den Jungen an die Wand und hielt ihm den Mund zu. »Hals, Maul!« bellte er. Die Söldner hatten mir den Rücken zugewandt, aber der Junge würde mich wohl bald sehen, wenn sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Ich blickte zu Trottos hinauf. Er hatte sich mit dem Rücken an den Erker gelehnt und zog in diesem Moment sein Messer. Wieder waren eilige Schritte zu hören. Ein livrierter Angestellter des Kraken erschien und blieb im Türrahmen stehen. »Dieser Lärm!« brachte er halb wütend, halb ängstlich hervor. »Unsere Gäste sind beunruhigt und verlangen eine Erklärung.« »Die können beruhigt sein. Sagen Sie ihnen das,« antwortete einer der Söldner. »Wir haben einen Kriminellen aus ihrer Mitte entfernt.« »Der Junge da?« fragte der Livrierte verdattert. »Der Junge da ist Mitglied der sogenannten Gauklerschule,« erklärte der Söldner. »Eine Vereinigung, die die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Stadt bedroht und für zahlreiche Anschläge verantwortlich ist.« Der Livrierte hob zum Protest an. »Der Junge arbeitet seit über einem Jahr hier und ich versichere Ihnen, bla bla, wen interessiert's?« knurrte der andere Söldner. »Eine dieser Ratten einzustellen ist strafbar. Ihr könnt also froh sein, dass wir so gnädig sind, den Laden hier nicht dicht zu machen. Und jetzt verpiss dich!« Beide Söldner blickten nun mehr oder weniger in meine Richtung. Schräg unter mir schnappte der Livrierte nach Luft und trat einen Schritt zurück. Dabei schloss er die Tür hinter sich. Das kurze Gespräch hatte ich genutzt, um meine Armbrust zu ziehen und den letzten Ausbruch des einen Söldners, um sie zu spannen. Ich war mir sicher, dass der Junge mich bereits gesehen hatte, es jedoch vermied, in meine Richtung zu blicken, um mich nicht zu verraten. Gerade wollte ich Trottos ein Zeichen geben, als der eine Söldner mich sah. Er riss die Augen auf. Mein Arm schnellte vor und ich drückte ab. Der Bolzen traf höher ein, als ich beabsichtigt hatte, bohrte sich in den Hals und explodierte dort. Der Kopf wurde dabei von den Schultern getrennt. Ich sprang zu Boden und zog meinen Dolch. Der Enthauptete brach in die Knie, Blut sprudelte in Schüben aus dem Hals hervor, aber auch sein Kamerad fiel zu Boden wie ein Mehlsack und rührte sich nicht mehr. Trottos Dolch ragte aus seiner Achsel. Der Junge bewegte sich nicht von der Stelle und presste sich krampfhaft an die Wand, gerade so, als halte ihn die Faust des Söldners noch immer dort fest. Eine Blutlache breitete sich zu seinen Füßen aus. Ich steckte die Armbrust in den Gürtel. »Verschwinde, Junge«, sagte ich. »In diesem Teil der Stadt ist es nicht mehr sicher für dich.« »Ach, du Scheiße!« Trottos trat neben mich. »Ja, ich weiß. Ich brauche andere Munition«, meinte ich. »Der Knall war viel zu laut. Wir müssen uns beeilen.« »Sein Kopf ist explodiert«, stellte Trottos fest. »Mann!« Er schüttelte den Kopf und rang nach Worten. »Danke«, sagte der Junge leise. Er löste sich vorsichtig von der Wand. Sein Blick wanderte zwischen Trottos, mir und den Leichen hin und her. Er ging ein paar Schritte rückwärts und brachte ein wenig Raum zwischen sich und uns. Dann fasste er sich ein Herz. »Nieder mit den Gilden! Nieder mit Gordia!«
rief er, wandte sich um und rannte davon. »Onkel Lomak hat eindeutig nicht mehr alle beieinander«, meinte Trottos. »Wie viel hast du gleich für das Ding bezahlt?« »Rauf aufs Dach«, sagte ich und begann kurzerhand mit dem Aufstieg. »Den Knall wird man drinnen gehört haben.« Die zwei Stockwerke kamen mir vor wie 10, aber niemand öffnete mehr die Tür zum Hof. Die Hammerfäuste hatten die Angestellten des Kraken offensichtlich zu sehr eingeschüchtert. »Ich rüste mich noch heute Nacht frisch aus, wenn wir wieder im Lager sind«, meinte ich erschöpft, als wir auf dem Dach angekommen waren. »Ich lege hier fahrlässig Brotkrumen aus.« »Brotkrumen?« wiederholte Trottos. »Alter, du hast ihm den Kopf runtergeschossen. Das sind keine Brotkrumen, das sind...« Wieder fehlten ihm die richtigen Worte. »Das sind ganze Brote, Mann, oder Torten. Du hinterlässt eine Spur aus Torten.« »Wie gesagt, ich besorg mir neue Munition«, erwiderte ich tonlos. Trottos schüttelte erneut den Kopf. »Sie ist abgeschossen. Einfach...« Er gestikulierte hilflos. »Abgeschossen?« »An die Arbeit«, sagte ich und setzte meine Maske wieder auf. »Das war ein verstörendes Erlebnis für mich«, stellte Trottos fest. Auch er verbarg sein Gesicht wieder hinter seiner versilberten Larve. Wir liefen von Dach zu Dach und waren schließlich auf dem Haus angekommen, in dem Ujon und das Koria-Pärchen abgestiegen waren. Schnell hatten wir den Zugang zum Treppenhaus gefunden und die dazugehörige Tür aufgebrochen. »Wieso hast du dir eigentlich dieses Teufelszeug gekauft?«, fragte Trottos gedämpft, aber offenbar noch immer brennend interessiert. »Ich war gerade wieder draußen und hatte eine scheiß Angst, wenn du's genau wissen willst«, erwiderte ich unwillig. »Jetzt lass gut sein. Hoffen wir, dass wir uns unauffällig ins Getümmel mischen können.« Mit diesen Worten hob ich die Luke an und wir stiegen ein. Der Dachboden, auf dem wir uns nun befanden, lag im Dunkeln. Die schrägen Fenster waren verhängt und wir konnten kaum die Hand vor Augen sehen. Ich wollte gerade ein Streichholz hervorholen, als ein angenehm gelbes Licht aufglomm. Trottos, den ich nun wieder sehen konnte, winkte mir damit zu. Er hatte ein alchemistisches Artefakt aktiviert. Es hätte vermutlich dem ganzen Dachboden eine Schlossbeleuchtung verpassen können, aber Trottos beließ es vorsichtshalber bei dem matten Glimmen. »Wenn man so viel Geld hat wie wir, muss man es auch ausgeben«, flüsterte er. Ich konnte hören, dass er grinste. »Ich hatte bisher keine Zeit, meinen Bestand aufzufüllen«, flüsterte ich zurück. »Sagt der Mann mit der Explosivmunition«, erwiderte Trottos. Ich sagte nichts und blickte mich um. Eine ganze Menge Kram stand hier oben herum. Eine spezifischere Beschreibung als Kram war unmöglich, da alle Gegenstände unter grauen Tüchern verborgen waren und nichts, etwa ein Sessel oder ein Tisch, darunter gewesen wäre, das man am Umriss hätte erkennen können. Doch da war etwas. Auf den ersten Blick war es mir entgangen. Umringt von hohen, verhüllten Gebilden stand ein schmaler Tisch, auf dem irgendetwas lag. Ich gab Trottos einen Wink und ging vorsichtig, ohne einen Laut zu verursachen, auf den Tisch zu. Trottos folgte mir. Für einen Moment blieb ich stehen, als mir klar wurde, was dort auf dem Tisch lag. »Etwas mehr Licht«, sagte ich. Das Leuchten wurde eine Spur stärker. Ich seufzte und ging um das letzte Tuchkonstrukt herum. »Der ist noch nicht lange tot«, meinte Trottos und hielt die Lampe über die männliche Leiche. Man hatte den Toten mit Stahlklammern auf der Tischplatte fixiert. »Gefoltert wurde er nicht«, stellte ich fest. »Und wie er gestorben ist, kann man auch nicht erkennen.« Trottos begutachtete die Handgelenke, die in den Stahlklammern steckten. »Auf jeden Fall hat er versucht, sich zu befreien.« Ich wandte mich ab und hob das Tuch an, das einen der Gegenstände neben dem Tisch bedeckte. Zum Vorschein kam ein dreiteiliges Regal, in dem zahlreiche Glasbehälter aufgereiht waren. Jeder in einer passenden Fassung. Einige waren leer, andere bis zum Rand mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt. »Sehen wir uns ein bisschen um?«, fragte ich und wandte mich wieder Trottos zu. Noch immer blickte dieser zu dem Regal hinüber, das inzwischen wieder hinter einer grauen Wand verschwunden war. Er nickte. Der Dachboden entpuppte sich als alchemistisches Laboratorium. Neben 10 weiteren Leichen in 15 versiegelten Glasbottichen fanden wir unterschiedliche Werkzeuge, die man in der Tasche eines Chirurgen hätte vermuten können. Außerdem Behälter mit Erde, Schlamm, Moos, verschiedenen Gräsern und Farnen, sowie hunderte Würmer, Frösche, Kröten und kleine Schlangen in unterschiedlichen Stadien der alchemistischen Verarbeitung.
Einen Mann hatte man gefoltert. Sein Körper wies hunderte von kleinen Schnittwunden auf. »Ich glaube, ich muss kotzen«, sagte Trotters und hielt sich die Hand vor den Mund. »Was für eine kranke Scheiße!« Er wandte sich ab. »Jetzt fang nicht an zu reiern«, zischte ich. Auch mir war übel. Das suppt am Ende noch zwischen den Dielen durch. Matt hob er die Hand. »Geht schon wieder.« Ich ging zur Abstiegsluke, kniete mich darüber, presste mein Ohr gegen den Holzboden und horchte. Eine Weile harrte ich so aus, aber nichts war zu hören. Im obersten Stockwerk befanden sich wahrscheinlich die Gemächer der wohlbetuchten Besitzer. Die Feier war im Erdgeschoss und die Dienerschaft vermutlich im Untergeschoss, sofern sie nicht Speisen servierte oder Wein kredenzte. Trotos setzte sich neben mich und dämmte das alchemistische Leuchten des Artefakts bis auf einen letzten leicht flackernden Rest. »Das ganze Zeug ist aus dem Moor, oder?« fragte er mit belegter Stimme. Ich richtete mich auf und packte den kupfernen Ring, mit dem sich die Luke anheben ließ. »Das habe ich mir auch gedacht«, stimmte ich Trotters finster zu. »Aber bevor wir anfangen zu spekulieren, sollten wir unsere Arbeit hier zu Ende bringen.« Trotters nickte und löschte das Licht. Ich hob langsam die Luke an. Sie gab ein leises Quietschen von sich und ich verzog das Gesicht. Durch einen schmalen Spalt drang Licht zu uns auf den Dachboden. Trotters spähte hindurch. Ich zog meinen Dolch und schob ihn unter die Luke, um den Spalt offen zu halten. Wieder warteten wir eine Weile. »Alles frei«, flüsterte Trotters schließlich. Ich zog den Dolch wieder hervor, steckte ihn weg und hob die Luke weiter an. Noch einmal ertönte das Quietschen, aber dann war sie offen. Trotters ließ die Beine durch die Öffnung baumeln und ließ sich anschließend so weit hinab, bis er nur noch mit den Fingern am Rand der Luke hing. Als er federnd auf dem Teppich landete, verursachte er dabei kein Geräusch. Nun stieg ich durch die Luke und stellte mich auf seine Schultern, so konnte ich die Luke hinter mir schließen. Der Flur, in dem wir uns befanden, mündete in eine Treppe, die nach unten führte. Auf dem roten Teppich war es nicht besonders schwierig, lautlos dorthin zu gelangen. Ich ging vor und Trotters folgte. Bei der Treppe angelangt hörten wir Stimmen und Musik, die aus dem Erdgeschoss kamen. Es klang nach einer großen Feier. Das würde es uns einfacher machen, unbemerkt hinzuzustoßen. Wir schlichen die Treppe hinunter und fanden das erste Stockwerk wie das zweite verlassen vor. Doch wie zu erwarten war, standen Wächter auf den Treppen zwischen Erdgeschoss und erstem Stock. Wir taten, was wir in dem Fall immer tun, den Lastenaufzug suchen. Das forderte zwar einige zusätzliche Minuten, letztlich hielt uns dieses kleine Hindernis aber nicht auf. Einzig der Staub auf unseren Umhängen war nach unserem Abstieg durch den engen Schacht etwas hartnäckig und entlockte uns den einen oder anderen lautlosen Fluch. Ein Diener hätte uns um ein Haar erwischt, aber der beherzte Sprung hinter eine große Anrichte rettete uns. In das Streichkonzert, das unsere Strapazen im Hintergrund begleitet hatte, mischten sich nun magisch erzeugte Klänge. Der Diener verließ den Raum und wir richteten uns auf. Wieder klopften wir uns den Staub von den Umhängen. »Jetzt aber«, knurrte Trotters. Mit diesen Worten stürzten wir uns in die bunte Zerstreuungsveranstaltung für Stutzer und Mätressen, stets wachsam und sofort auf chorischer Fährte. In wenigen Sekunden hatten wir die beiden ausfindig gemacht. Die hellblonden Haare waren einfach zu auffällig. Sie tanzten miteinander und das formvollendet, wie sogar Trotters zugeben musste. Ujon war ein wenig schwerer zu entdecken, aber er war nicht weit. In einer schattigen Ecke unterhielt er sich mit einer schwarzhaarigen Schönheit. »Wenn wir heute keine Informationen mit nach Hause nehmen können, dann nehme ich zumindest die da nach Hause«, meinte Trotters, »nur um die Schmalzlocke zu ärgern.« Um nicht aufzufallen, gesellten wir uns mal zu dieser, mal zu jener Gruppe und bauten uns aus dem Stegreif zwei neue Identitäten auf, sie mussten ja nicht lange halten. Wir zogen über Piraten, Revolutionäre, Arbeiterverbände, königliche Beamte und feige Gardisten her, lachten über Witze, die vor Bosheit und Zynismus troffen, und schüttelten Hände, an denen das Blut Zehntausender klebte. Mit diesem bitteren Spaß mussten wir uns eine ganze Weile zufrieden geben, denn Ujon und die Korya machten keine Anstalten, etwas Verdächtiges zu tun. Die Erfahrung vieler Jahre gemeinsamen Arbeitens sagte mir, dass Trotters allmählich aggressiv wurde. Er begann damit, gefährliche Kommentare in die Gespräche einzuflechten. Noch war ich der Einzige, der sie verstand, aber bei nächster Gelegenheit würde ich ihm einen mahnenden Wink geben müssen. Doch in diesem Moment erlöste mich Amir Ujon. Er verabschiedete sich von der Schwarzhaarigen und ging zu den Koryern hinüber. Er wechselte ein paar Worte mit ihnen
und ging dann in Begleitung des Attentäters in Richtung eines der Nebenzimmer. »Ich werde meinen Schwager darauf hinweisen.« »Man kann doch nie genug über kübisches Steuerrecht wissen«, unterbrach ich den Redefluss eines stark übergewichtigen Gildenschnösels. »Eure Ausführungen waren sehr interessant. Wir empfehlen uns und mögen eure Bücher gesegnet sein.« Mit diesen Worten und einer angedeuteten Verbeugung, in Trottos Fall ein Handkuss für die kichernde Trophäe des Fettsacks, zogen wir uns aus der Gesprächsrunde zurück. Ich musste nichts sagen. Trottos war sofort im Bilde. »Na, endlich passiert was«, knurrte er. »Ein Ohr hat seine Braut zurückgelassen«, sagte ich. »Bestrafe ihn angemessen, sei so gut.« Trottos sah mich von der Seite an. Ohne hinzusehen wusste ich, dass ein befreites Lächeln seine grimmigen Züge entspannte. »Worauf du dich verlassen kannst.« Unsere Wege trennten sich. Er ging auf die Jagd. Mit dem Selbstbewusstsein eines Königstigers in einem Wald voller Rehe verschwand er in der Menge. Ich heftete mich an die Fersen der beiden Männer. Ihr Gespräch fortsetzend, betraten sie das Nebenzimmer. Hier war das Licht stark gedämpft. Schemen aus grünem, magischem Rauch glitten schlangengleich durch die Luft. Auf einzelnen oder in halbkreisförmigen Gruppen stehenden Kanapés saßen vor allem jüngere Gäste, die meisten davon Pärchen. Ich bog ab und beschrieb einen weiten Bogen, um mich zu orientieren und um zu beobachten, wo Ujon und der Korya sich niederlassen würden. Die beiden durchquerten den Raum und hielten auf die Säulenreihe zu, die das Zimmer einrahmte. Auch dort standen einige Kanapés. Da es im Schutz der Säulen noch ein Stück dunkler war, fanden sich dort auch die Paare ein, die ihre Zutraulichkeiten noch etwas vertiefen wollten. Schon befürchtete ich, die beiden seien im Begriff, erneut meine Zeit zu verschwenden, doch zum Glück warteten im Schatten drei Männer auf sie, die äußerst verdächtig aussahen. Zwei von ihnen standen rechts und links neben einer der samtigen Sitzgelegenheiten, und wenn ich ihre Haltung und ihre ausgebeulte Kleidung richtig deutete, waren sie bewaffnete Wachen. Von dem Mann, der zwischen ihnen saß, hielten sie genau den richtigen Abstand, den ihre Ehrerbietung auf der einen Seite und ihre Aufgabe, ihn zu schützen, auf der anderen Seite erforderten. Der Mann in der Mitte sah nervös aus. Seine Pose war die eines Straßenfürsten oder Generals im Feindesland. Jeden Moment schien er einen Angriff zu erwarten. Sein Gesicht blieb jedoch hinter einer Vollmaske ohne Mund, den Blicken etwaiger Beobachter gänzlich verborgen. Um mich der Gruppe nähern zu können, brauchte ich eine angemessene Begleitung. Zum Glück hatte ich im Verlauf des Abends eine Beobachtung machen können, die mir nun dienlich wurde. Ich trat in den routinierten Laufweg einer der Dienerinnen und hielt die junge Kyprierin sanft, aber bestimmt am Arm fest. Sofort zauberte sie ein Lächeln auf ihr Gesicht, aber ihre Augen zeigten Alarmbereitschaft. »Ich muss deine Arbeit unterbrechen«, sagte ich freundlich. »Konkurrenten von mir beginnen soeben ein wichtiges Gespräch, an dessen Inhalt ich interessiert bin. Ich brauche eine glaubhafte Entschuldigung, um mich in ihrer Nähe aufzuhalten. Ich werde dich angemessen entlohnen.« Das Lächeln erfasste jetzt auch ihre Augen. Dafür war es aber weniger zauberhaft und eher verächtlich. »Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich Gäste, die unter dem Schutz meines Hausherrn stehen, ausspionieren werde?« »Weil ihr nicht zu diesem Haushalt gehört.« Ich zeigte auf einen schmalen Ring an ihrem linken Mittelfinger. Alle Bediensteten der Madame Rubina trugen einen dieser Ringe, auch dann, wenn Madame sie für Feierlichkeiten ausleiht, was hin und wieder vorkommt. Trotzig hob sie ihr Kinn ein wenig. In diesem Moment ärgerte es sie, dass sie es nicht geschafft hatte, diesen unverschämten Stutzer zum Betteln zu kriegen. Mir war ihr Unmut durchaus sympathisch, besonders da ich den Lackaffen, den ich hier spielen musste, selbst nicht leiden konnte. Aber da ich einen Sieg gerne auskoste, fügte ich hinzu, »Ich weiß, wie schlecht Madame euch bezahlt, und du kannst die drei Goldmünzen sicher brauchen.« Deutlich konnte ich sehen, dass sie kurz davor war, mir über den Mund zu fahren, aber sie besann sich, zauberte ihr Lächeln zurück und säuselte, »Ich bin die Eure.« »Gut, keine Zeit zu verlieren«, sagte ich, fasste sie um die Hüfte und steuerte im Schutz der Säulen auf die fünf Männer zu. Zwei Schritt von ihnen entfernt stand ein Kanapé direkt an der Wand. Den unsicheren Schritt eines Betrunkenen imitierend näherte ich mich der Gruppe. Ujon sprach mit dem Mann in der Mitte, der sich nicht erhoben und auch sonst seine Haltung nicht verändert hatte. Ich küsste meine engagierte Begleitung auf den Hals und packte etwas fester zu. »Die Münzen gebt ihr mir, sobald wir uns gesetzt haben, sonst bin ich weg«, zischte sie. Ich wich einer kleinen Gruppe junger Gildenbengel und ihrer Damen aus und hielt mich von dort an direkt an der Wand,
um den fünf Männern nicht allzu nahe zu kommen. Wenn sie sich gestört fühlten und mich fortschickten, konnte ich nicht viel dagegen tun. Wir erreichten schließlich unser Ziel und ließen uns nieder. Während wir uns küssten, reichte ich ihr die 3 Münzen. Sie musste keinen Blick darauf werfen, um zu wissen, dass es Gold war. »Ihr müsst verstehen, dass mein Herr eure Wünsche respektiert«, sagte Amir Uyun gerade. »Er beruft sich auf eure eigenen Worte, wenn er fordert, dass die Regierung seinen Maßnahmen Vertrauen schenkt und sie uneingeschränkt unterstützt.« »Dein Herr ist er also. Hört, hört«, sagte der Mann mit der Vollmaske. »So hast du also mit ihm gemein, die gottgegebenen Verhältnisse zu verkennen. Ich sage es dir und ich würde es auch ihm sagen, wenn er sich zu mir wagen würde, ich akzeptiere seine Vorgehensweise nicht. Mit keinem Wort habe ich davon gesprochen, die Stadt wie einen Kriegsschauplatz zu behandeln.« Der Attentäter lachte höhnisch. »Wie naiv ihr doch seid!« »Wie kannst du es wagen?« sagte einer der Wächter voller Zorn. Die auffallend tiefe Stimme kam mir bekannt vor. Der Kybier Ükas war wohl der Einzige, dessen Stimme noch tiefer war. Uyon berührte den Blondschopf beschwichtigend am Arm, doch dieser ließ sich nicht davon beirren. »Ihr seid nicht in der Position, meinem Herrn Vorschriften zu machen«, fuhr er fort. »Wenn ihr nicht umgehend damit aufhört, notwendige Maßnahmen zu sabotieren, werdet ihr den letzten Rest eurer Herrschaft einbüßen, ein für alle Mal.« »Sprecht noch ein Wort und ihr sterbt, wo ihr steht«, grollte der andere Wächter. Auch seine Stimme war bemerkenswert tief. »Versucht es doch«, erwiderte der Attentäter. Uyon machte einen Halbschritt vorwärts und hob versöhnend die Hände. »Bitte, bitte, meine Herren, diese Worte sind sicher nicht nötig. Wir wollen uns doch alle darum bemühen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, nicht wahr? Darf ich euch einen Vorschlag unterbreiten?« fragte er den Mann mit der Vollmaske. Dieser schwieg für einen Moment. »Sprich«, sagte er schließlich mit schneidender Stimme, »und fass dich kurz.« Uyon nickte. »Die Akjaranischen Spiele werden fortgeführt, die Straßen- und Hafensperren werden reduziert und Tiefgrund erhält eine Amnestie. Dafür, das hatte er doch ohnehin vor«, unterbrach ihn der Mann mit der Vollmaske. »Die Spiele jetzt erneut zu unterbrechen, würde neue Unruhen erzeugen. Die Straßensperren kommen den Gilden ins Gehege und der Angriff auf Tiefgrund war eine militärische und finanzielle Katastrophe. Ich kann also keine Zugeständnisse erkennen. Zusätzlich erhaltet ihr alle Rechte für den Wiederaufbau von Tiefgrund«, beeilte sich Uyon fortzufahren. »Ihr könnt den Nordhafen zu altem und neuem Glanz verhelfen. Mir gehört Tiefgrund. Niemand kann mir Rechte verleihen.« Die Stimme hinter der Vollmaske zitterte vor Hass. Folgerichtig gab sich auch der Attentäter keine Mühe mehr, seine Verachtung zu verheimlichen, als er wieder das Wort ergriff. »Offenbar muss ich doch wieder deutlicher werden. Wir wissen alles über euch, über euer doppeltes Spiel, eure Maskerade und euren lächerlichen Zeitvertreib. Wenn ihr nicht bereit seid, die Rolle zu spielen, die euch zusteht, lassen wir euch auffliegen. Wir haben vor, unsere Arbeit zu machen, und wenn euer schlechtes Gewissen uns im Weg steht, werdet ihr für uns und für unsere Auftraggeber zum Problem.« »Und wieder vergreifst du dich im Ton, Bursche«, erwiderte der Mann mit der Vollmaske, nun scheinbar unbeeindruckt. »Dein Auftraggeber ist Akjara, und Akjara, das bin ich. Du und dein Herr, ihr seid hier, um den Schmutz ins Meer zu schaufeln, den Arbeitern den Kopf zu stutzen und Geld in die Kontore der Fleißigen und Edlen zu spülen. Stattdessen brecht ihr einen Krieg vom Zaun und verschreckt die Händler, die ihr Geld jetzt lieber nach Anumien bringen, anstatt es bei uns auszugeben. Nebenbei bemerkt, es ist lange her, dass sich das Akjaranische Heer derart blamiert hat, wie eure Privatsoldaten es jeden zweiten Tag tun. Wir erledigen unsere Arbeit gründlich und umfassend«, sagte der Attentäter und ballte die Fäuste. »Ihr habt nur verlernt, über die Mauern der Stadt hinauszusehen. Die Keller und Stollen bilden wahrhaft einen angemessenen Horizont für euch.« Der Mann mit der Vollmaske lachte böse. »Von einem Lakaien lass ich mich nicht über die großen Zusammenhänge belehren.« Er wandte sich wieder an Uyon. »Hast du noch etwas zu sagen?« »Kann mein Herr von nun an mit eurer uneingeschränkten Kooperation rechnen?« fragte Uyon. »Gebt ihr ihm sein Wort?« »Schön«, knurrte der Mann mit der Vollmaske, »er hat mein Wort. Wenn er nun endlich Ruhe schafft,
und anfängt, das zu tun, was er viel früher hätte tun sollen, hat er meinen Segen. Das ist noch nicht alles, schaltete sich wieder der Attentäter ein. Ihr müsst uns alles offenlegen, was ihr wisst. Alle Informationen, die ihr über die Jahre in eurem Kellerloch gesammelt habt. Wir wollen jedes schmutzige Geheimnis wissen. Über Bandenfürsten, Parlamentarier, Bankiers, einfach über alle. Und wenn einer aus der Reihe tanzt, haben wir ihn in der Hand, genauso wie euch. Geht mir aus den Augen! Die ganze Zeit über hatte der Mann mit der Vollmaske so leise gesprochen, dass ich ihn nur mit Mühe verstand. Doch jetzt hatte er seine Stimme erhoben. Hinfort! Es klang befehlsgewohnt. Udon wandte sich zum Gehen, doch der Attentäter blieb, wo er war. Schon morgen werden wir uns alles holen, was wir brauchen, sagte er. Und wenn bis dahin Dokumente vernichtet werden, verliert ihr in zwei Reichen gleichzeitig die Herrschaft. Raus, oder ich lass dich hängen, du Hund! Schrie der Mann mit der Vollmaske. Ujon legte dem höhnisch grinsenden Korja eine Hand auf die Schulter. Uns entgeht nichts. Unsere Augen sind überall, Eure Majestät, sagte der Attentäter, drehte sich um und ging, gefolgt von Amir Ujon, davon.